1977 hat Felix Aspöck im Keller seines Hauses begonnen, Leuchten für Landmaschinenanhänger herzustellen. Mit Erfolg. Der Peuerbacher bekommt immer mehr Aufträge. Auch für das Beleuchten anderer Fahrzeuge. Das Unternehmen wächst. Mittlerweile führt sein Sohn die Geschäfte. Drei Anschlüsse drauf, hat das Hauptkabel und zur Mitte runter. Die Leuchten der Peuerbacher stecken mittlerweile etwa in Landmaschinen, Anhänger, Autos und Motorräder weltweit. Unser Hauptmarkt ist Europa, davon ist Deutschland mit einem Drittel der absolut wichtigste Markt. Das Unternehmen produziert nicht nur Leuchten. In Peuerbach sitzt die Verteildrehscheibe für ganz Europa. Rund 300 Paletten mit Kleinteilen und halbfertigen Leuchten kommen täglich hier an. Das sind 20 bis 30 LKWs pro Tag. Wir bekommen also die Lieferungen von unseren Werken in Polen und Portugal. Großteil ist, größte Werk ist Portugal, wo wir jeden Tag ein bis zwei LKWs haben. Dann kommt natürlich auch Container aus Fernost, China, Indien. Vom Wareneingang geht's weiter zum Hochregallager. In 22 Meter hohen Regalen lagern die Teile und Leuchten. Je nach Gewicht und Größe sucht das Softwaresystem im Hintergrund den idealen Platz dafür. Wir haben im Hochregal 7392 Palettenplätze. Das System ist im SAP ist genau verbucht, wo auf welchem Palettenplatz die Palette steht. Und wenn dann der Kundenauftrag kommt und wir das Ganze wieder auslagern müssen, wird das dann vom entsprechenden Platz rausgesucht. Weiter geht's ins Kommissionierlager. Hier werden die Waren genau nach Kundenauftrag zusammengestellt. Da lagern rund 4000 verschiedene Artikel. Wenn der Kundenauftrag dann reinkommt, dann bekommt der Picker einen Befehl auf seinen Scanner, der sagt ihm ganz genau, wo er hinfahren muss, wie viel Stück er dort nehmen muss. Picker kommt von picken, also rauspicken. Von hier aus gehen die Waren in die Verpackung. Dass jeder Kunde schließlich das Richtige bekommt, dafür sorgt auch sie. Duigo Sojötz arbeitet als Lehrling im Herzstück der Logistik. Ich bin gerade in der SCM-Abteilung. Das ist momentan mit den Kundschaften, also da muss ich die Aufträge anlegen, die Bestellungen anlegen und ich habe auch viel Kundenkontakt. Es ist sehr abwechslungsreich. Weltweit hat Duigo Sojötz 1550 Kollegen. In Peuerbach sind es 360. Hier am Standort sucht das Unternehmen weitere Mitarbeiter, auch Quereinsteiger, damit das Licht weiter leuchtet.